Ihr Bremer Garten ist das ganz private Stückchen Ökologie von Maike Schäfer, die als Politikerin allerdings dem ganzen Stadtstaat aus Bremen und Bremerhaven einen grünen Stempel aufdrücken möchte. Das politische Selbstbewusstsein groß. Wir wollen vor allen Dingen das Herz und der Motor der Koalition sein. Wir wollen aktiv gestalten und so sehen wir auch unsere Rolle. Aktiv gestalten. Bremen soll in den kommenden 4 Jahren deutlich grüner werden. Denn die Umweltschutzpartei hat sich mit einigen aufsehenerregenden Projekten im Koalitionsvertrag durchgesetzt. Besonders spektakulär, Bremen bekommt eine autofreie Innenstadt. Also wir wollen die Innenstadt vom Wall bis an die Weser autofrei bis 2030 haben. Dafür braucht es natürlich auch Wege, um die Menschen trotzdem weiterhin in die Innenstadt zu bekommen. Das heißt einen attraktiven ÖPNV, aber auch gute Fahrradwege, Fahrradbrücken. Weil sie deren Nutzen für die Umwelt erkannt hat, ist Schäfer privat Herrin über 2 Bienenvölker. Politisch hat sie dafür gesorgt, dass zukünftig alle Weichenstellungen in Bremen auf ihre Klimabilanz hin geprüft werden müssen. Andere nennen es den Klimanotstand ausrufen. Das fanden wir als Begriff nicht so schön. Aber so wollen wir nun für alle künftigen Entscheidungen immer gucken, was macht das als Klimaschutzbeitrag zum Beispiel auch aus. Ökologische Vision, schön und gut, bleibt aber die Frage, wie das in einem Haushaltsnotlageland zu finanzieren ist. Viele Sachen rechnen sich auch. Also wenn wir energetisch sanieren, zum Beispiel öffentliche Gebäude, dann amortisiert sich das relativ schnell, weil wir natürlich auch wieder Energie einsparen können. Also viele Sachen tragen sich auch wirtschaftlich. Solche Erklärungen der Grünen finden CDU und FDP naiv. Was Maike Schäfer und ihre Partei in Sachen Klimaschutz durchsetzen und bezahlen können, stehe deshalb noch in den Sternen.